Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Unity. Und heute stehen nur Nebenmissionen auf dem Programm, also Pariser Geschichten und sowas, weil wir brauchen Geld. Ich habe es die Woche nicht geschafft und ich hatte auch keine Lust, privat zu spielen, die Kiste zu sammeln. Deswegen machen wir die Mission, dadurch kriegen wir halt Geld. Kritik am Kritiker. Es muss verhindert werden, dass staatliche Zensuren Theaterproduktionen unterbinden. Akzeptieren und nachverfolgen. Pierre Beaumarchais, Bühnenautor, Diplomat und bon vivant. Es hieß, ihr könnt mir helfen. Die Zensoren unterdrücken neue Stücke, darunter auch eines von mir. Sie zahlten für eine schlechte Kritik und wollen nun die ganze Inszenierung zensieren. Könnt ihr die Kritik stehlen, bevor sie gedruckt wird und dann, die Zensoren zensieren? Kein Problem. Die Kritiker finden. Ich wollte schon ausmachen sagen. Oh. Meine deutsche Sprache ist hinüber. Assassin's Creed Rogue ist ja soweit abgeschlossen. Da wird wahrscheinlich nichts mehr kommen. Außer ihr wünscht euch das noch. Dann schreibt das in die Kommentare von dem Finalpart von Assassin's Creed Rogue. Wenn ich da noch die Nebenmission machen sollen. Hallo. Weil Assassin's Creed Rogue ist am Freitag ja zu Ende gegangen. Mit einem Ende, was mit Assassin's Creed Unity zu tun hat. Mehr sage ich nicht, weil... Aber der Titel verrät es schon alles. Da habe ich sehr, sehr gespoilert. Aber ich werde es jetzt nicht erwähnen. Ich habe das Ende gefeiert. Hört man definitiv in dem Video, dass ich das Ende feiere. Hier ist niemand. Wir müssen weiter. Eigentlich müsste ich gerade noch was machen, ganz kurz. Da könnt ihr kurz zugucken. La. Danke. Weil ich nebenbei hochlade und das kostet dauerhafte Energie. Zieht Leistung. Zusätzlich. Deswegen. Sicher ist sicher. Oh, ich hab das. Okay. Oder war die Kritik? Ich habe sie nicht gelesen. Und Hauptzensor finden. Firaros Hochzeit. Hallo. Sollte eventuell mal auf die Karte gucken. Dann kommen wir da lang. Ein wenig im Kreis. Ja, verschwunden. Sehr gut. Weil ich muss sagen, bisher hat mir Assassin's Creed Rogue mehr Spaß gemacht. Aber es liegt daran, dass ich da die Steuerung komplett beherrscht habe. Und weil hier sie ja komplett neu ist und ich mich dran gewöhnen muss. Und der Vorteil jetzt ist, ich kann mich jetzt hier schön dran gewöhnen, weil ich ja nicht mehr Assassin's Creed Rogue spielen muss, so viel. Wenn dann privat nur noch. Oder wie erwähnt, wenn ihr die Nebenmissionen so ein paar noch sehen wollt, schreibt es in die Kommentare vom Finalpart von Assassin's Creed Rogue. Und eventuell kommt hin und wieder mal zwei Folgen am Tag. Das weiß ich aber noch nicht von Assassin's Creed Unity, weil Assassin's Creed Unity wollte ich eigentlich voll genießen. Okay, hier. Die KI ist ein bisschen dumm da unten. Der ist vor den Mast gelaufen. Aber wenn ich sehe, wie weit ich bin und wie weit Sarata ist, weiß ich, dass ich ein wenig schnell war in dem Spiel. A little bit. Dass ich zu viele Hauptmissionen am Anfang gemacht habe. Ich glaube, zu viele Hauptmissionen kann man gar nicht machen, sondern ich bin die Story zu schnell angegangen. Wo ist der denn? Adlerauge lädt auf. Adlerauge ist voll. Ah! Wir haben ihn. Bestimmt müssen wir ihn töten. Ja, den anderen hätte ich einfach nur stehlen müssen, aber... Och, so Mord hält auch schon besser. Aber für mich geht das Spiel flüssiger von der Hand auf einmal. Ich weiß nicht warum, könnte sein, dass mir das letzte Mal schlecht ging, wo ich das Spiel gespielt habe. Also körperliche Verfassung schlecht. Da hat man ja nicht so viel Spaß, aber ich brauchte Folgen, aber deswegen sind ja auch nur drei Stück entstanden. Hallo? Kommt der?
Habe ich eigentlich irgendwie Köder oder sowas? Ja, Geldbeutel. Wie geht der da drauf? Kommt der her? Du, 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 du. Ihr habt mich nicht gesehen. Ihr habt mich nicht gesehen. Ich hab niemanden umgebracht. Ja, 400. Oh, die Menschen sind ein wenig aufgeploppt, muss ich gerade mal feststellen. So, warum sollte ich denn so eine Nebenmission bewerten? So. Was machen wir denn jetzt Schönes? Ich weiß auf jeden Fall, dass der zweite Zeitriss, auf den ich eigentlich nur warte von der Story, das spielt, wo ich den Trailer zu gesehen habe. So, wir sind hier. Wo ist die nächste Pariser Mission? Was haben wir denn hier? Der große Fluchtkünstler, die Ruinen der Bastille infiltrieren, um eine berühmte Strickleiter zu besergen. Da wollte ich eigentlich nicht unbedingt einbrechen. Was ist das hier? Für eine Handvoll Duellanten eine Reihe erfolgreicher Duellanten besiegen. Ach, wir probieren mal ein Duell. Mein Hals fängt schon wieder an zu jucken. Immer wenn ich aufnehme, fängt mein Hals an zu jucken in letzter Zeit. Das ist nervig. Allgemein passieren mir aktuell zu viele Dinge beim Aufnehmen. Lasst mich überlegen. Versuche nicht, mich in das Licht zu führen. Dienstag, wo GTA kam, was habt ihr geplant, hat mein... hat mein Aufnahmeprogramm gesponnen. Das hat mir meine Stimme nicht mehr angezeigt, obwohl sie da war als Soundspur. Also abgespielt, so rum. Dann am Mittwoch ist mir mein Mikrofongeigen, mein Stativarm, den ich drehe, wo das Mikrofon dran hängt, kaputt gegangen. Ich konnte ihn nicht mehr feststellen. Das war nervig, weil ich konnte ihn zum Glück fixieren nach einer halben Stunde, damit ich zumindest noch zwei Tage aufnehmen kann, bis heute mein neuer kam. Der Gott sei Dank sehr, sehr stabiler ist. Zumindest wirkt und besser zum Feststellen ist. Bei dem anderen war der Griff so beschissen zum Festdrehen. Ich frage mich, wer sich das Prinzip ausgedacht hatte. Und jetzt, ja. Und jetzt fängt mein Hals an zu jucken. Läuft bei mir. Hallo Hund. Huhu, hier drüben. Huhu, hier drüben, mit einer männlichen Stimme. Ich bin Chevalier Deon. Fechtmeister, Diplomat und manchmal Spion. Ach so. Lasst euch durch meine Aufmachung nicht täuschen. Gott sei Dank, ich wollte schon sagen. Ich ziehe es vor, mich in Frauengewänder zu kleiden. Es ist ein wenig irritierend. Ihr seid ein Assassine. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Doch zuerst möchte ich sicherstellen, dass ihr der Richtige dafür seid. Mehrere Schwertkämpfer werden euer Geschick testen. Fordert sie alle heraus und vergießt erstes Blut. Und passt auf, dass ihr nicht auf mein Kleid tretet. Aha, gegen die Duellanten kämpfen. 0 von 5. Die sind da hinten, ach so. Kann ich auf den Baum drauf? Darf ich auf den Baum? Danke. Weil da ist was ich gerne hätte. Danke. Dann gehen wir uns mal duellieren, weil da gibt's Geld. Geld. Ich leide ja an akuter Geldarmut hier. Natürlich, mein Freund. Ein Duell. Ich diene euch beiden als Sekundant. Verfluchter Royalist! Alter. Böse. Oh, verdammt. Sie müssen mal wieder reinkommen. Das war die falsche Taste übrigens. Ich bin auf. Halt, ein Treffer! Gut gefochten, ihr habt gewonnen. Wir haben einen Sieger. Oh verdammt, ich habe noch eine Medizin. Ich werde keine 5 Stück besiegen, weil ich zu blöd bin zum Kontern. Was? Bestimmt werden die alle ihr Schwierigkeit erhöht, der ist bestimmt jetzt Level 2. Oh je, ihr seid ein Duellant, ja? Wie amüsant. Dieser Mann bewährt die Treffer. Ich habe eine Verabredung. Doch das dauert sicher nicht lange. Antirevolutionärer Bastard!
Oh Gott. Hör auf. Oh, verdammt. Nein, lass mich. Ich bin der Bessere von uns beiden. Genug! Lasst mich in Ruhe! Komm zurück, Feigling! So, jetzt gehen wir hier hoch. Mal aufwärts bitte, Dankeschön! Ja. Dass es dafür mal Credo-Punkte gibt, wenn man das Ding benutzt. Hopp, hopp. Und hopp. Hey du, ich möchte mich prügeln. Ein Duell? Das ist ja absurd. Oh, also gut. Ich überwache den Zweikampf. Wer zuerst Blut vergießt, gewinnt. Ich bin etwas außer Übung. Okay, die haben alle Level 1. Ein Treffer. Der Herausforderer gewinnt. Ja. Ich werde nicht weichen. Aufhören. Der Kampf ist vorüber. Unfug. Bis in den Tod. Verdammter Gemäßigter. Okay, er wollte es. Er wollte den Tod. Es war sein Wunsch. Ich habe ihn ihm erfüllt. Unsere Axt ist schon geil. Muss ich schon sagen, mit der Axt macht das Spiel schon deutlich mehr Spaß. Was habt ihr geplant, Feuerling? Arno. Wo muss ich lang? Da in den Hinterhof muss ich. Gibt's hier irgendwo einen Eingang? Ich glaube, da unten drunter kann ich durch, oder? Ja. Hallo, bist du mein nächster Kämpfer? Mein nächster Herausforderer? Nee, mein nächster Gegner, so rum. Ich akzeptiere eure Herausforderung. Ein Duell also. Ich bin euer Sekundant, Alphonse. Ich bin der Unparteiische. Ich war der Beste meiner Klasse auf der Schule für ehrenhafte Kadetten. Das ist wahr. Und zwar hochverdient. Du bist nicht besser als diese Schläger. Alter, hör. Bastard, nimm das. Ich ergebe mich nie. Halt, das verstößt gegen die Regeln. Ihr könnt Alphonse nicht besiegen. Warum? War was? Haben wir nicht die Triche oder sind die auch alle? Ich wette, die sind alle. Deswegen gehe ich erst da gar nicht hin, weil ich habe sie ja alle aufgebraucht am Ende der letzten Folge. Soweit ich mich recht erinnere, in der letzten Folge waren wir in das Gefängnis eingebrochen. Eingebrochen, Querstrich, den Aussichtspunkt gemacht. Zum Ende. Nachdem wir Elise gerettet hatten. Elise, entschuldigt, nicht Elise. Jetzt muss ich gegen dich kämpfen. Überrascht? Als letzte Prüfung müsst ihr euch mit dem Besten messen. Ich bin der Unparteiische. Ich bin einer der besten Schwertkämpfer Europas. Oder Schwertkämpferinnen, um genau zu sein. Böse. Nein. Nein. Aus. Bravo. Ihr habt den Besten besiegt. Ihr müsst vor niemandem in die Knie gehen. Mann oder Frau? Ja, gegen die Studenten kämpfen. 5 von 5. Ja, Geld. Eine goldene Kiste war App, ne? Ja. Hier oben ist irgendwo eine Kiste. Fällt hier gar nicht auf. Am helllichsten Tag einfach mal von außen an der Fassade hochklettern. Ich bin Spider-Man der französischen Revolution. Nee, 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 das war Batman. Das Batman. Genau. Hm. Ah, da geht's rein. Nein, böse. Ich hab gehört, hier ist eine Truhe mit Geld für mich. Merci. Sehr gut. So, jetzt haben wir knapp 15 Minuten. Wir haben zwei Pariser Missionen gemacht. Eine könnten wir ja eigentlich noch starten. Hier sind noch so viele. Der Kult des Baphomet. Heilige Objekte stehen, um in den Baphomet-Kult aufgenommen zu werden. Nee, Objekte sammeln habe ich keine Lust drauf. Objekte stehlen.
Kühle, berühmt abgeschlagene Köpfe für Madame Tussauds beschaffen. Ah, die Mission habe ich schon gesehen, dauert lange. Große dunkle Fremde, mit Hilfe von Mademoiselle und Marts höchste Kräfte ihre Angreifer ausspüren. Das hört sich ja alles an. Wo haben wir denn noch was anderes? Da haben wir noch einen. Desarts Begnadigung, den Gerichtsbeschluss für ein Verfahren gegen den Marquis Desarts stehen und ihn so vor der Guillotine retten. Das hört sich nach einer guten Mission für uns an. Wenn ich da jetzt nur hinkommen würde. Ich hätte gern den da. Danke. Machen wir schnell Reise. Machen wir das noch in der nächsten Folge, machen wir nochmal oder machen wir Story weiter, eine Mission? Weil mich schon gerade die Story wieder reizen würde. Ey, das ist bei mir immer so, ich sage irgendwas am Ende einer Folge, dann ist eine neue Aufnahme. Und dann habe ich auch wieder komplett andere Prioritäten. Egal. Ladebildschirm. Er ist wunderschön, findet ihr nicht? Auch das ist wunderschön. Okay, jetzt Schnellreise weiß ich. Es geht schneller zu Fuß zu laufen, habe ich das Gefühl langsam. Oh, wo sind wir denn? Ach, ich war hier schon. Ach so, wir sind jetzt hier wieder hier. Sag mir das doch einer. Das war Fail. Nee. Das ist was anderes, wo ich jetzt hier gerade bin. So, dann gehen wir jetzt rechts rum. Norden ist da. Das heißt da lang. Erstmal zurechtfinden. Oh, meine Nase juckt. Nein. Ich würde gerne, aber da sind zu viele Wachleute. Zu viele Wachen sind hier. Diese Wachen sind mir anscheinend immer feindlich gesinnt. Feindlich. Was hat denn ist? Vor allem Schwierigkeits-3-Bereich. Läuft. Und die Nostradamus-Rätsel machen wir dann, wenn wir soweit alle Bezirke aufgedeckt haben und jedes Rätsel machen können. Da gibt es eine Folge mit allen Rätseln, die noch übrig sind. Das wäre eigentlich noch eine Option für die nächsten Folgen, alle Aussichtspunkte holen. Wäre schon cool. Cool wäre es aber, wenn meine Nase wirklich mal aufhören würde zu gucken. Hallo, ich habe gerade hier ein bisschen eine Mission für mich. Den Gerichtsbeschluss, das habe ich ja schon mal vorgelesen. Bürger, endlich wird der Kopf des elenden und verkommenen Marquis de Sade in einem Korb landen. Ihm wird der Modernismus zur Last gelegt, doch in Wahrheit sind seine Verbrechen noch deutlich abgründiger. Unsere Glückwünsche gelten der freundlichen Erwartung einer erfolgreichen Verurteilung des Amtes des Anklärers Fouquier Tinville im Grand Châtelet, der Herausgeber. Marquis de Sade? Gerichtsbeschlüssen. War das nicht unser Freund? Ich überlege gerade, Marquis de Sade. Kommt mir irgendwie bekannt vor. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Ja, ich habe sie gesehen. Wie viele Meter sind es noch? 300, gut. Mach es mir doch selbst einfacher. Sag mir, wen du beschützt. Da würde ich gar nicht drauf landen wollen aus der Luft. Das wäre mir viel zu riskant, auf so ein dünnes Seil zu hüppen. Ich muss ja schon geisteskrank sein. Das sehen sie aber immer geisteskrank, wenn die springen ja auch von hohen Türmen, also. Das stimmt hier generell was mit Assassinen nicht. Dann kommen wir jetzt hier als nächstes hoch.
1, 2, 3, noch 200 Meter, verdammt, dauert das lang, dahin zu kommen. Ist jetzt sogar der Fluss im Weg. Renn nach Süden, also kann er nicht im Weg sein, gut. Aber wenn ich hier mit dem... Ich erinnere mich, das war hier mit, ach, der eigentlich lieb war, aber den wir trotzdem umgebracht haben, wegen dem Verdacht, dass er Dreck am Stecken hat. Was sagt ihr da? Ihr müsst euch beruhigen. Ihr werdet hier mit ungeheuren Anschuldigungen. Alter, lass mich. Was zum Teufel ist da los? Hallo? Ist das schon alles? Alter, ich habe keine Chance bei so vielen Gegnern. Fail. Oh. Ich fühle mich gerade so blöd vor. Mann. Wo bin ich? Gott sei Dank bin ich in der Nähe. Gehen wir hier rum hoch. Wo ist wohl der Gerichtsbeschluss? Kann ich hier aufbrechen? Ja. Wo könnte der sein? Eine Klinge in der Menge. Oh Gott. Verdammt. Alter, das hasse ich so. Wie soll ich denn solchen Typen ausweichen? Aha, da bist du ja. Verflucht. Stirb endlich. Ich werde dich richten, Halunke. Nein, wirst du nicht. Ist ein Mörder auf Feind. Ich deck dich. Kann ich nicht sehen mehr, verdammt. Da war ein Matsch. Zu viel. Plündern wir mal. Vielleicht hat der was für uns. Ist niedrig. Ist leer. Wo ist der Gerichtsbeschluss? Wo könnte der sein? Da liegt er. Ich sehe ihn. Komisch. Sehr gut. Wir müssen rein. Luftattentat hat noch gezählt. Diese einzelne Stufe. Da liegt er. Ich sehe ihn. Oh Gott, drei sind zu viel. So schnell bist du nicht. Oh Gott, komm. Ich hol dich hier. Okay. Sorg dafür, dass er müde wird. Oh, ich hab eigentlich... Komm, Nummer 1. Kann er nicht verteidigen. Nein. Das wirst du büßen. Kommt schon der nächste. Wie einfach alle Gegner jetzt ankommen, die hier in diesem Bezirk sind. Konzentration.
Nein. Schnell, 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 wo hier jemand nochmal kommt. Komm, schnell, 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 schnell. Raus hier, raus hier, raus hier. Ja. Sehr gut. Fortfahren. Dann hätten wir das geschafft. Dann haben wir heute eine Folge mit drei Pariser Geschichten gemacht. In der nächsten Folge werden wir uns dann wieder zur Hauptmission begeben. Eine Folge Geld beschaffen dürfte gereicht haben. Ich mache jetzt schon mal offscreen hier eine Schnellreise in das Gebiet. Dann gehen wir Anfang der nächsten Folge nochmal schnell zum Händler. Füllen unsere Vorräte auf und dann starten wir die Mission Eine vorsichtige Allianz. Bis morgen in der neuen Folge. Ciao.